Hallo und herzlich willkommen, liebe IT-Projekt-Community, zu diesem neuen Beitrag des Projektmeister-Kanals. Als IT-Projektmanager müssen wir in unsere Projekte steuernd eingreifen. Das heißt, wir müssen Aktivitäten entlang eines geplanten Ablaufs so beeinflussen, dass sie zu den gewünschten Projektergebnissen führen. Solche Abfolgen von Aktivitäten nennt man auch Prozessablauf oder ganz allgemein Prozesse. Um unser Projekt zu steuern, müssen wir also seine Abläufe oder Prozesse verstehen. Dieses Prozessverständnis besteht mindestens aus den folgenden fünf Aspekten. Was wird von wem getan? Welches Ergebnis entsteht dadurch? Wer bekommt das Ergebnis? Welcher Input wird für das Ergebnis gebraucht? Und wer liefert den Input? Das sind sozusagen die fünf Grundfragen an einen Geschäftsprozess, die ihr stellen müsst, um ein erstes Verständnis für einen Prozess zu gewinnen, den ihr noch nicht kennt. Um diese Fragen zu klären, müsst ihr natürlich mit den Prozessexperten sprechen, die sich auskennen, oder besser noch mit den Personen, die die Arbeit tatsächlich erledigen. Aber wie strukturiert ihr dieses Expertengespräch, damit ihr alle relevanten Informationen in der richtigen Reihenfolge erfasst? Und genau dafür will ich euch heute ein ganz einfaches Werkzeug zeigen, das ich seit über 15 Jahren immer wieder in meinen Projekten einsetze, das LEAPOC-Diagramm. Mit dem LEAPOC könnt ihr euren Prozess sehr einfach visualisieren und gleichzeitig euer Prozesswissen schriftlich dokumentieren. Es entsteht ein erstes Bild des Prozessablaufs, das ihr euch, wie ihr gleich sehen werdet, sehr leicht einprägen könnt. Die fünf Buchstaben in LEAPOC stehen für Lieferant, Input, Prozessschritt, Output, Kunde. Das sind die fünf Grundaspekte, die ihr mit dem Werkzeug klärt und dokumentiert. Auf Englisch heißt das Werkzeug übrigens SIPOC, was für Supplier, Input, Process, Output und Customer steht. Es handelt sich um ein Werkzeug aus der Lean IT, einer Managementphilosophie, die sich auf größtmöglichen Kundennutzen und Effizienz von IT-Services fokussiert. Das LEAPOC-Diagramm ist perfekt geeignet, um sich einen ersten Überblick über den gesamten Prozess zu verschaffen und seine wichtigsten Aspekte zu erfassen. Wie sieht ein LEAPOC aus? Zunächst zeige ich euch ein Beispiel, damit ihr seht, wie einfach das LEAPOC zu verstehen und zu lesen ist. Ihr seht hier ein Beispiel aus einem meiner Projekte. Wie ihr erkennen könnt, handelt es sich um eine einfache Tabelle, etwas grafisch aufgepeppt, um die Übersichtlichkeit zu verbessern. In der Überschriftenzeile der Tabelle seht ihr die verschiedenen Prozessaspekte, also Lieferant, Input, Prozess, Output und Kunde. Diese entsprechen genau den fünf Grundfragen des Prozessverständnisses, die ich eben erwähnt habe. Hier noch eine etwas abstraktere Darstellung. In der Mitte seht ihr die einzelnen Schritte des Prozesses, den ihr gerade versucht zu verstehen. Das sollten in etwa 5 bis 7 sein. Auf der linken Seite des Prozesses werden Lieferanten und der Prozessinput dokumentiert und auf der rechten Seite finden wir den Output des Prozesses und den Kunden. Der rote Pfeil steht hier für euer Prozessverständnis von Anfang bis Ende oder auch genannt End-to-End. Im ersten Schritt reicht es meist aus, dass ihr den Lieferanten und dessen Input am Anfang sowie das Prozessergebnis und den Kunden ganz am Ende beschreibt. Ihr könnt aber auch für jeden Prozessschritt diese Informationen genau dokumentieren. Damit gewinnt ihr dann ein tieferes Verständnis der ganzen Prozesskette und identifiziert zum Beispiel interne Kunden und Lieferanten. Ihr wisst nun, wie ein LEAPOC aussehen soll. Stellt sich also als nächstes die Frage, wie macht man das? Schauen wir uns an, wie das in der Praxis funktioniert. Das LEAPOC-Diagramm ist sehr einfach aufgebaut und ist sowohl auf Papier oder auch digital sehr schnell erstellt. Ob ihr also am Flipchart oder Whiteboard zeichnet, weil ihr mit dem Team im Office zusammenarbeitet, oder ob ihr es digital in PowerPoint, OneNote oder einem Mindmanager-Tool erstellt oder und später teilt, bleibt euch überlassen. Zunächst bereitet ihr das LEAPOC-Diagramm kurz vor, indem ihr eine Tabelle mit den Überschriften und dann 7 Zeilen erstellt. Das reicht aus, damit ihr 5 bis 7 Prozessschritte aufnehmen könnt. Warum eigentlich 5 bis 7? Naja, weil weniger als 5 Prozessschritte für ein Prozessverständnis meist nicht ganz ausreichen, es sei denn, es ist ein sehr einfacher, kurzer Prozess. Und weil mehr als 7 Schritte meist zu detailliert sind. Das menschliche Gehirn kann mit 5 bis 7 Prozessschritten ganz gut umgehen. Schritt 1 ist die Klärung des Prozesses selbst. Wir fangen also mit den Aktivitäten an. Die erste Frage beim Erstellen des LEAPOC ist also,
Was wird von wem in welcher Reihenfolge erledigt? Listet diese einzelnen Schritte in der mittleren Spalte auf. Der richtige Detailgrad ist dann erreicht, wenn ihr zwischen 5 und 7 Prozessschritten identifiziert habt. Wenn ihr das LeapHawk für euch allein erstellt, seid ihr natürlich frei in der Wahl des Detailgrads. Ihr könnt auch einen 8. oder 9. Schritt hinzufügen, wenn es den Informationswert des LeapHawk steigert. Wenn ihr das LeapHawk mit dem Team erstellt, habt ihr normalerweise immer mindestens 2, meist aber mehr Prozessbeteiligte, die oft unterschiedliche Perspektiven auf ihre eigene Arbeit und den gesamten Prozess haben. Das heißt für euch als IT-Manager, dass ihr zunächst ein gemeinsames Verständnis für diese 5 bis 7 Schritte unter allen Prozessbeteiligten herstellen müsst. Dazu gehört auch aufzuschreiben, welche Person oder Abteilung jeweils für den Prozessschritt zuständig sind. Sobald die Prozessschritte vollständig aufgeschrieben sind, beschreibt ihr am Ende des letzten Prozessschritts das Ergebnis des Prozesses. Das kann ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung sein, eine bezahlte Rechnung, eine Information oder Auskunft an den Kunden, ein Berechnungsergebnis und vieles andere mehr. Die nächste Frage, die ihr dann beantworten müsst, lautet: Wer ist der Kunde, der das Ergebnis des letzten Prozessschritts entgegennimmt? Damit wisst ihr dann auch, wer das letzte Wort hat bzw. das Urteil spricht über die Qualität und Effizienz des gesamten Prozessablaufs. Der vorletzte Schritt ist nun aufzuschreiben, welcher Input für den ersten Prozessschritt zugeliefert wird. Denn dieser Input bestimmt maßgeblich über die Qualität und Effizienz eures ersten Prozessschritts. Ist der Input von mangelhafter Qualität, könnt ihr in eurem Prozess mit Fehlern rechnen oder zum Beispiel damit, dass Ausschussware produziert wird. Die letzte Frage ist dann natürlich, wer verantwortlich für den Input ist, also wer ist der Lieferant eures Prozesses. Achtet bitte hier darauf, dass ihr euch sicher über den Anfang des Prozesses seid, den ihr steuern wollt. Ein Produktionsprozess beginnt nicht immer beim Lieferanten, sondern kann auch durch eine Kundenbestellung überhaupt erst ausgelöst werden. Auch viele Dienstleistungsprozesse beginnen eigentlich auf Initiative des Kunden und seinem Input an Informationen und Anforderungen an die Dienstleistung. Wenn ihr das LeapHawk in dieser Reihenfolge befüllt, entsteht auf ganz natürliche Weise das Gesamtbild. Es macht ja auch gar keinen Sinn, zuerst nach dem Lieferanten zu fragen, wenn der erste Prozessschritt noch nicht bekannt ist. Wie auch immer, damit habt ihr eine erste High-Level-Übersicht des gesamten Ablaufs erstellt. Wenn ihr alle Prozessbeteiligten an einem Tisch bzw. in einem Meeting habt, könnt ihr diese Informationen in der Regel binnen einer Stunde erfassen. Alle weiteren Prozessfragen schließen sich an das LeapHawk entsprechend an und können nun auch beantwortet werden. Ein Beispiel: Wenn ihr wissen wollt, wie lange ein Prozessschritt dauert, müsst ihr zuerst wissen, wen ausführt, um dann diese Person fragen zu können. Diese Information habt ihr jetzt in eurem LeapHawk vorliegen. Ab diesem Punkt könnt ihr also immer weiter ins Detail gehen und das LeapHawk-Diagramm um weitere Informationen ergänzen. Zum Beispiel könnt ihr auch für alle anderen Prozessschritte den fehlenden Input und Output sowie Kunden und Lieferanten ergänzen. So entdeckt ihr oft weitere Unstimmigkeiten, Qualitätsprobleme oder Verschwendung im Prozess. Außerdem entdeckt ihr auf diese Weise die internen Kunden-Lieferanten-Beziehungen innerhalb eures Projektteams oder eures Unternehmens. Und damit deckt ihr gelegentlich auch die ein oder andere Hidden Factory oder Schatten-IT auf, die euch vorher verborgen geblieben ist. Tiefer zu bohren kann sich hier also lohnen. Die nächste Ergänzung ist, die Prozessschritte noch detaillierter zu beschreiben. Das könnt ihr machen, indem ihr die Aktivitäten in Teilschritte zerlegt, sofern dies den Informationsgehalt wirklich erhöht. Und weil ihr jetzt den Output eines jeden Prozessschritts kennt, könnt ihr auch natürlich die Qualitätsanforderungen an diese Outputs beschreiben. Das sind die sogenannten Output-Spezifikationen. Die könnt ihr dann auch natürlich messen, nachhalten und somit die interne Qualität verbessern. Neben der Qualität könnt ihr auch für jeden Prozessschritt andere Leistungsfaktoren, sogenannte Key Performance Indicators, definieren und anschließend messen. Das LeapHawk-Diagramm knüpft also an wichtige Fragen des Prozessmanagements an. Auf diese Weise entwickelt ihr euer LeapHawk-Diagramm Schritt für Schritt zu einem Prozesssteckbrief, der alle wichtigen Informationen kompakt darstellt. Für welche Zwecke eignet sich das LeapHawk-Diagramm? Der erste Einsatzzweck für ein LeapHawk ist meist die Prozessdokumentation. Mit dem LeapHawk hat man nämlich den Prozess zumindest mal grob umrissen und beschrieben und kann nun in diesem Rahmen mit der eigentlichen Prozessbeschreibung loslegen. In meinen Projekten hingegen erstelle ich LeapHawk-Diagramme für alle möglichen Situationen.
Es muss nicht immer ein Geschäftsprozess sein, der hunderte Male ausgeführt wird und dessen Ablauf sich wiederholt. Ein LeapHawk kann euch helfen, einen technischen Ablauf, eine Dienstleistung oder die Zusammenarbeit zwischen zwei Abteilungen besser zu verstehen. Ihr könnt das LeapHawk-Diagramm auch als Planungswerkzeug nutzen. Statt eines tatsächlich existierenden Ablaufs geht ihr mit dem Team dann eben den zukünftig geplanten Ablauf durch. Die Vorgehensweise ist dabei genau die gleiche. Die Prozessbeteiligten müssen in diesem Fall ihre künftigen Handlungen gedanklich vorwegnehmen und dann aufeinander abstimmen. Dann bringt man sie im LeapHawk in die richtige Reihenfolge, definiert Input und Output der jeweiligen Prozessschritte und schon habt ihr eine Kette von Aktivitäten mit Lieferobjekten, die ihr zum Beispiel in euren Projektplan oder in ein Kanban-Board übernehmen könnt. Ihr seht also, das LeapHawk-Diagramm lässt sich vielseitig erweitern und ist auch für IT-Projektmanager somit ein einfaches und doch sehr mächtiges Werkzeug, um sich Wissen über Geschäftsprozesse schnell anzueignen. Wie gesagt, nutze ich das LeapHawk schon seit über 15 Jahren sehr regelmäßig und es hat sich wirklich als Schweizer Taschenmesser erwiesen, wenn es darum ging, Prozesse und Arbeitsabläufe schnell zu verstehen. Dabei finde ich persönlich, dass das Werkzeug und die Darstellung nicht einmal entscheidend sind. Es geht um den Fokus auf die 5 Kernfragen des Prozessmanagements. Diese 5 Kernfragen werden durch den Namen des Werkzeugs repräsentiert, LeapHawk. Was wird von wem getan? Welches Ergebnis entsteht dadurch? Wer bekommt das Ergebnis? Welcher Input wird für die Aktivität gebraucht und wer liefert diesen Input? Egal, ob ihr einen unbekannten Prozess beschreiben oder einen neuen Prozess oder Ablauf entwerfen wollt, ihr müsst immer diese 5 Grundfragen klären. Ich hoffe, dieser Tooltip war hilfreich für euch und vielleicht erstellt ihr ja in den nächsten Tagen ein erstes eigenes LeapHawk. Dann würde es mich freuen, wenn ihr mir von euren Erfahrungen berichtet. Eine spannende Frage zum Schluss noch an euch. Wie verschafft ihr euch in euren Projekten und Geschäftsprozessen eine erste Übersicht über den Ablauf? Vielleicht gibt es andere Werkzeuge, die den gleichen Zweck erfüllen. Lasst es mich wissen und schreibt es in die Kommentare. Das war's für heute vom Projektmeisterkanal. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg in euren Projekten. Vergesst nicht, das Video weiterzuleiten oder vielleicht auch einen Like dazulassen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.